Dann freue ich mich, dass wir einen Gast aus Dresden haben, von der Schule in freier Trägerschaft. Er ist als Schulvater, Elternvertreter und er wird uns jetzt noch über seine Arbeit im Freistaat Sachsen berichten. Na, erstmal guten Tag an alle. Und wir haben uns schon lange vorgenommen, den Kontakt hier nach Berlin enger werden zu lassen, weil auch die Kinder aus dem 6. Bundesland natürlich genau die gleichen Probleme an den Schulen haben, wie sie hier in Sachsen sind. Ich selber habe 3 Kinder, 2 an der Schule und habe die ganzen Probleme also auch schon hautnah miterleben dürfen und bin seit 2 Jahren, schon ein bisschen mehr, in das Thema relativ eingetaucht und wir haben also seit dieser Zeit die Eltern von den Kindergärten bis hin zum Landeselternrat in den Schulen so weit zusammengebracht, dass dieses Thema, also die 3 Grundpunkte, die Sie angesprochen haben, also da präsent sind und mittlerweile auch so breit unterstützt werden. Aber als Erstes möchte ich eigentlich erstmal den Gruß vieler engagierter Eltern mitbringen, dass, was Sie vielleicht in Berlin gar nicht so merken, dass wir also von Anfang an schon genau geguckt haben, was Sie gemacht haben, uns darüber gefreut haben, auch über die Anstöße und dass es also auch nach außen eine ganz wichtige Sache ist, dass man solche Initiativen gründet und es wird nicht nur in Berlin gesehen. Dankeschön. Gut, besonders freuen wir uns, dass es weitergeht. Das ist gerade für uns auch, eigentlich ist es ein langer gesellschaftlicher Prozess, das fangen wir schon immer an. Und der ist, glaube ich, mit angestoßen, der wird getragen durch die Ideen der Schule in Freiheit. Und das Entscheidende für uns ist wirklich, das ist eine Haltungsfrage und das Vertrauen in die Schüler, dass Kinder einfach lernen wollen. Und wenn man das als Grundlage nimmt, dann kann man ganz viele Schlüsse auch für die Organisation daraus ziehen. Ich weiß nicht, welches Bild Sie von Sachsen haben und der Schulsituation in Sachsen. Man hat ja viel Werbung gemacht, dass PISA da führend, in der PISA-Studie Sachsen führend ist, aber ich kann Ihnen auch sagen, dass wir zu all diesen 3 Punkten, pädagogische Freiheit, Situation der Lehrer, wir stehen vor absolutem Chaos. Wir haben den Höchststand von Schulabbrechern, das wird immer verschwiegen. Wir haben Stundenausfall, der ist enorm. Der Landesschülerrat zählt jetzt selber den Stundenausfall immer, der kam letztens gerade vorgestellt, letzte Woche, weil es das Kultusministerium selber natürlich anders zählt. Wir haben Schulschließungen. Wir haben die Finanzsituation der Schulen in freier Trägerschaft, wir haben die ersten Insolvenzen und Ankündigungen, dass Schulen geschlossen werden. Wir haben im Landeselternrat den Ausschuss der Schulen in freier Trägerschaft und dort eine Finanzgruppe. Wir haben gerechnet und haben festgestellt, dass wir also zu ungefähr 55% von dem finanziert werden, was Schüler an eine öffentliche Schule bekommen. Den Rest müssen die ertragen. Und es ist, wir haben viele Gespräche auch mit den politischen Verantwortlichen, gerade den Verantwortlichen in den letzten Wochen geführt, es ist gewollt, dass die Eltern eine Last bekommen. Das muss man sich mal mit den Grundrechten mal auf der Zunge zergehen lassen. Und zum Thema Grundrechte haben wir in Sachsen in der sächsischen Verfassung ganz besonders die Mitwirkung der Eltern verankert. Auch das ist sehr schwierig. Ein gemeinsames Ziel, wo wir, wie gesagt, alle Eltern vereinen konnten, ist eigentlich, dass wir in Sachsen dringend ein neues Schulgesetz brauchen, wo ein ganz entscheidender Punkt, die Freiheit der Wahl, drin ist. Und zwar die Freiheit der Wahl für alle Kinder, auch die, die finanziell sich, so wie es derzeit geregelt ist, Schulgeld nicht leisten können. Wir haben die Situation, dass wirklich durch diese, allein die Sachkosten haben wir jetzt ausgerechnet, ist es so, dass Schulen in freier Trägerschaft ein Defizit von reinen Sachkosten von 165 Euro pro Schüler pro Monat
gegenüber den Schulen in öffentlicher Trägerschaft haben in Sachsen. Wir haben ein Gesetz von 2007, wo drin steht, dass nach 4 Jahren die Sachkostensätze angepasst werden sollten. Es ist nichts passiert. Und jetzt hat man uns einen Bericht vorgelegt, wo drin steht, naja, eigentlich soll es alles so bleiben. Das ist der Grund gewesen, weshalb die Schule bzw. die Elternschaft der Schule, an der auch meine Kinder sind, das ist die Montessori-Schule in Dresden, sich entschlossen hat, einen Aktionstag zu initiieren, beziehungsweise dieser Bericht ist der Grund dafür gewesen, dass sich die Eltern entschlossen haben, das bleibt nicht nur beim Aktionstag, sondern das wird der Auftakt für eine ganze Serie werden. Wir haben dazu, ich habe mir mal ein paar Flyer mitgebracht, wir haben dazu also wirklich den Landeselternrat, den Kreiselternrat Dresden und verschiedene Elterninitiativen gewinnen können, die das unterstützen. Und so sind wir gespannt, wie all diese Situationen so nach und nach in der Öffentlichkeit auch bekannt werden, wie sich die Eltern mit engagieren, einbringen, welche Zutaten wir für ein neues Schulgesetz brauchen in Sachsen. Da sind viele Gedanken auch schon bei Ihnen sehr konkret genannt. Und wir wollen das starten in herrlicher Kulisse am Königsufer in Dresden am 15. Mai, 17 Uhr. Viele Schulen haben schon Wandertag angesetzt. Die Themen sind bunt, vielfältig. Manche sagen, wir kommen, wir machen Badeausflug dabei, aber nur mit einem Schwimmärmel. Wir sind ja nur zur Hälfte finanziert. Also wir sind gespannt und wir laden alle, die vielleicht auch hier von der Presse jetzt haben, dazu ein. Wir haben eine Landespressekonferenz am 13. Mai im Landtag, im Sächsischen Landtag um 11 Uhr organisiert und werden dann konkrete Informationen zu diesem Tag noch aufwarten und hoffen natürlich weiterhin, und da möchten wir den Bogen nach Berlin kriegen, dass wir die vielen guten Gedanken, die in Berlin sind, mit einbeziehen können, dass wir auch weiterhin gut in Kontakt bleiben und vielleicht auch das, was spezifisch an Sachsen ist, uns untereinander austauschen und nach den besten Wegen in dem Sinne für unsere Kinder suchen. Vielen Dank, Carsten Seifert. Ich wünsche euch schönes Wetter dabei, viel Empowerment und viele Menschen von allen Generationen. Herzlichen Dank.